Thema heute, Abfallbeauftragte. Ich spreche heute darüber, wer braucht einen Abfallbeauftragten, wer macht das überhaupt und was ist sonst noch zu beachten. Hallo und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Lisa Brander und ich bin Rechtsanwältin in der Energie- und Umweltrechtskanzlei Niederhuber & Partner mit Standorten in Wien, Salzburg und in Graz. Ich möchte Ihnen heute etwas zum Abfallbeauftragten erzählen. Jedes Unternehmen, das mehr als 100 Arbeitnehmer in einem Betrieb hat, hat die Pflicht, einen Abfallbeauftragten zu melden. Diese Person muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Zum einen muss sie zustimmen. Das heißt, man braucht eine unterschriebene Zustimmungserklärung dieser Person, die einwilligt, diese Funktion zu übernehmen. Zum anderen muss diese Person qualifiziert sein. Das bedeutet, die Grundlagen des Abfallrechts, die Grundlagen des Umweltrechts müssen bekannt sein. Hierfür gibt es zahlreiche Kurse, wo man sich diese Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen kann. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann funktioniert es eigentlich ganz einfach. Dann hat der Betriebsinhaber dafür zu sorgen, dass dieser Abfallbeauftragte, diese Person, gemeldet wird. Früher hat das durch eine Anzeige funktioniert an die zuständige Behörde. Heute funktioniert es über eine Meldung im EDM. Und hier noch eine wichtige Information. Jeder Betrieb, der diese Voraussetzungen erfüllt, also mehr als 100 Arbeitnehmer im Betrieb, braucht diesen Abfallbeauftragten. Egal in welcher Branche er tätig ist, ob das jetzt ein Büro ist oder ob es vielleicht eine Abfallverbrennungsanlage ist. Und was macht dieser Abfallbeauftragte jetzt? Naja, er ist dafür zuständig, dass diese Regelungen im AWG, das sind ja sehr viele, dass die eingehalten werden. Er muss dafür sorgen, dass diese Regelungen im Betrieb implementiert sind und dass der Betrieb dahingehend sinnvoll organisiert ist. Und er muss den Inhaber, den Betriebsinhaber beraten, über die Kosten aufklären und einfach eine Hilfestellung geben im Zusammenhang mit den Regelungen des AWG. Eine ganz wichtige Sache ist jedoch nicht gegeben beim Abfallbeauftragten. Und das ist die Haftung. Der Abfallbeauftragte haftet nicht nach den verwaltungsstrafrechtlichen Regelungen. Dafür ist der Betriebsinhaber oder die leitenden Organe des Betriebs nach wie vor zuständig.